Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters. Ja, ich habe mich in der Zwischenzeit mal wieder umgeguckt und ich habe gemerkt, dass ich in der Zwischenzeit, weil ich jetzt wieder geupdatet habe und auf Version 1.1 spiele, 1.1.1, gewisse Dinge nicht mehr machen kann. Was natürlich doof ist. Sonst ist noch alles beim Alten. Und was wollte ich nochmal machen? Das ist genau die gute Frage. Ich wollte mir ein neues Solarpanel bauen. Und zwar das da. Dafür brauche ich Planks, ein Coil. Das bedeutet 1, 2, 3, 4 Kupfer, ein Iron Ingot. Das kann ich mal eben kurz machen. Kupfer, Platt. Oh. Ich glaube, ich brauche nochmal Kupfer. Also wieder nach unten laufen und Kupfer holen. So. Bronze. Haben wir jetzt kein Kupfer mehr? Habe ich wirklich alles Kupfer aufgebraucht? Bronze, Tin, Lectrum, Leadblock. Ich fürchte ja. Oder ich habe es einfach nur oben in den Schrank gelegt, damit ich nicht alles verlieren sollte. Ja, habe ich. Gut. Sonst hätte ich jetzt wieder farmen gehen müssen. Das wäre jetzt etwas doof gewesen. Komm. Du kommst wieder zurück in den Schrank. Den bräuchten wir gleich. So, wir brauchen aber nur 2 Kupfer, denn ich habe gesehen, da liegen noch 2 Kabel unten drinne. Ups, was habe ich jetzt gemacht? So. Das ist schon mal fertig. Jetzt einmal rum. Und ein Iron Ingot drauf. Und schon haben wir dieses komische Coil-Teil. So, jetzt brauchen wir noch Zinn. Und zwar brauchten wir 2 davon. Wow, was ist jetzt los? Egal. Da. Fertig. Noch kurz schneiden. Haben wir schon mal unsere Zinnkeilbällchen. Und Rubber haben wir auch nichts mehr. Ach doch, da oben haben wir Rubber Bars. Gut. Ja, es ist jetzt etwas wieder etwas knapp mit den Ressourcen. Habe ich gerade gesehen. Zinnplatten. Wozu haben wir 21 Zinnplatten? Wollte ich noch irgendwas machen, wovon ich jetzt nicht mehr weiß? Ich weiß es nicht mehr. Ah, so. Schon mal haben wir, schon haben wir den LV-Transformer. Jetzt brauchen wir noch, ich glaube, wir brauchen sogar eine Electric Wrench. Um das Ganze, nein, okay, das sind nur andere Wrenches, gut. Aber eine Electric Wrench wäre auch nicht schlecht. Erstmal ins Bett. Eine Electric Wrench wäre nicht schlecht, da müssten wir nicht dauernd neue Wrenches machen. Denn die werden wir jetzt noch eine Zeit lang gebrauchen. So, ja, heute ist der erste Osterferientag. Und ich habe mir direkt entschlossen, machen wir noch eine Folge. Macht ja auch Spaß. Oh. Bleibt bloß hier. Ich möchte nicht, dass jemand abhaut. Es wird ziemlich böse, wenn das passieren würde. So. Das Ganze wird jetzt natürlich wieder mit Dirt zugemacht, damit das Ganze etwas sicher ist.
damit hier keiner reinkommt. Da kommt ja sowieso keiner rein. Und hier oben kann ich dann meine Sachen wieder platzieren. So, jetzt müsste ich erstmal dummerweise gucken. Tut mir leid, aber ich müsste jetzt erstmal wissen, wie viel so ein Solarpanel an Ausgang hat, denn es ist ja ein Problem, wenn wir ein zu starkes haben, dann geht das Ganze naja, Low Voltage Solar Array. Da, das macht 8. Gut. Und das läuft gut. Also, es läuft mit 8. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir das auch schon mal alles vorgesehen. Denn ich habe ja da diese Zinnteile stehen. Die hier. Und wenn die eine zu hohe Spannung bekommen, dann explodieren die. Und ich möchte nicht, dass mein geliebtes Solarteil mit explodiert. Das wäre ziemlich scheiße. Habe ich überhaupt einen Shader an? Ich glaube gar nicht. Nein, ich habe noch nicht mal einen Shader drin. Ja. Ja, dann müssen wir heute mal eine Folge ohne Shader auskommen. Schade drum. Aber es muss ja auch mal gehen. So. Muss ich das nächste Mal wieder reinmachen. Ach, da oben. So, 23. Der hat 230.000 EU drinne. Und er kann 8 Schläge aushalten. Das Ding ist ja eigentlich komplett unnütz. So. Wir müssten irgendwie. Scheiße, habe ich jetzt mal geguckt, ob es hier irgendwelche Komplikationen gibt seit dem Update. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Und es gibt welche, wette ich, denn hier. Ach, da oben sind hier gut. Gut, das sieht auch alles schön aus. Denn ich habe so ein paar Mods wieder vergessen einzuschalten. Und Rubber Tree Sapling. Komm, wachs mal. Das ist jetzt natürlich dumm, wenn man. Das Ding nicht zum Wachsen bringen kann, weil hier nebenbei überall Sachen stehen. So. Ja, ich habe nämlich ein Update gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber es sieht nicht danach aus. Gut. Was wollte ich noch machen? Ich wollte Obsidian Plates bauen. Genau, vielleicht habe ich noch was Obsidian, damit man hier schön reinkommt. Das steht auch auf meiner Liste drauf, die ich ab und zu auch stark vernachlässige, muss ich sagen. Da, Pressure Plate, gut. Schön. Und jetzt habe ich sie. Perfekt, nehme ich und baue direkt hier vor zwei von diesen. Schön. So, jetzt brauche ich noch Holz. 2 Stück davon. Auf der anderen Seite. Da braucht man die ja nicht.
Aber jetzt läuft das Ganze. Super. Haben wir das schon mal ausgekleistert, ja, ausgemacht. Ja, als nächstes wäre ein Solarhelmet nicht schlecht, denn ich möchte ein Jetpack haben. Und ein Jetpack bräuchte ich liebend gern für meine Höhlentouren. Also mache ich jetzt als erstes das Jetpack oder die Solarhelmet. Ich glaube, wir machen als erstes das Jetpack. Denn, was ist denn das? Blast Protection Fuel. Okay. Glowstone. Geil, was ist das? Ach, eine Badbox. Ja, okay. Glowstone, Badbox und Chasing Item. Ah, dafür brauche ich ja Glowstone, genau. Und ich weiß nicht genau, ob ich den Glowstone habe. Das war ja das Problem. Das wollte ich ja noch gucken. Sonst habe ich nämlich gerade meinen Obsidian dafür verschwendet. Was ich sonst zu einem Nether-Portal hätte bauen können. Schade. Was macht das String hier drinne? Tut mir leid, aber was macht das String hier drinne? Mit dem String. So. Ja, ich würde sagen, es kommt jetzt zu einer sehr langweiligen. Oh. Ja, wie wär's mit ein bisschen Wasser? Ich rede mal wieder komplett durcheinander, was sehr schön ist für euch zum Zuhören. Das weiß ich, ich verstehe mich selber auch manchmal nicht mit dem, was ich sagen will. Also, tut mir leid. So, Cutter kommt weg, Wrench kommt weg. So, hier hätte ich gerne ein bisschen. 50.000.